Ja, moin zum Herzlich Willkommen bei Ultimate Style. Ja, ich zeige auch schon genau, worum es heute geht, und zwar um die Endrohre. Die sind meiner Meinung nach wieder etwas verschmutzt, und dadurch, dass der neue Diffuser ein bisschen, sage ich mal, nach hinten ist und der alte so eine Wölbung hier vorne hat, sieht man die Endrohre jetzt auf jeden Fall stärker als zuvor. Wie man sehen kann, sieht man das Endstück viel stärker als davor. Auf jeden Fall ist mehr zu sehen als davor. Davor hat man eigentlich nur das Ende gesehen und nicht alles bis nach hinten, sondern auch von weitem. Und deswegen möchte ich das natürlich so schön haben wie möglich. Dafür zeige ich euch, wie ihr das Ganze ganz easy und günstig wieder auffrischen könnt. Und zwar geht das damit mit der Alu-Chrom Chrom- und Aluminiumpolitur. Die habe ich schon in anderen Videos benutzt. Und zwar eignet sie sich sehr gut dafür. Ich habe im Sommer damals zusammen die Endrohre damals zum ersten Mal poliert. Da war hier unten noch schön Ruß. Der ist auch komplett weggegangen. Und jetzt machen wir einmal das ganze Endrohr bis nach hinten. Einmal bis da. Und dann sehen wir uns das Ergebnis an. Der Wagen ist eigentlich gewaschen. Deswegen müsste man die Endrohre eigentlich nicht reinigen. Aber da kommt halt immer ein bisschen Staub, sonstiges drauf. Deswegen könnt ihr das ruhig einmal mit irgendwas, was ihr so da habt, Glasreiniger oder sonstiges, einmal kurz so grob sauber machen, und dann machen wir das hier mit der Politur richtig schön neuwertig. So, dafür könnt ihr einfach ein ganz normales Mikrofasertuch nehmen. Nehmt euch da ruhig kein neues, sondern irgendeins, was ein bisschen älter ist, weil da ist eventuell noch viel mehr Schmutz als bei mir. Wie zum Beispiel, ihr könnt in alten Videos sehen, im Sommer habe ich die einmal poliert, da war hier unten ganz viel Ruß. Nach einer Zeit hat er sich entwickelt. Und das ist ja schade, wenn ihr Tuch damit verschmutzt. Wir fangen mal an. Das ist halt ganz easy, wie halt sonst. Müsst auch nicht viel achten. Einfach nur überall schön drüber gehen. Ordentlich in kreisenden Bewegungen, wie ihr das machen möchtet. Das ist halt so eine Politur, die den Schmutz entfernt und den Glanz schön rausholt. Da steht auch Ultimate Gloss hinten drauf. Irgendwas mit Ultimate Gloss. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, nachdem ihr die dann so gereinigt habt, zum Beispiel in der Waschanlage oder selbst einmal gewaschen habt, dann glänzen die auch richtig schön. Das ist eine richtig schöne Politur, finde ich. Kostet auch nicht viel Geld. Ich habe die damals zwei Tuben für um die 8 Euro bei eBay bestellt. Für das Geld, das ist wirklich ein gutes Produkt, hält viel, da ist viel drin, ist gut in der Handhabung. Es gibt manche Polituren, zwar, die sind ein bisschen, sage ich mal, vom Polieren her, zwar die von Quicks, die, da ist mir aufgefallen, die ist beim Polieren ein bisschen, sage ich mal, anstrengender, und die ist ein bisschen, sage ich mal, sanfter. Ist ja auch nicht ganz schlecht, wenn es ein bisschen einfacher ist zu polieren. So, Ruß kriegen wir auch problemlos ab. Da seht ihr das richtig schwarz. Und ich habe jetzt hier nicht noch mehr Politur genommen, sondern einfach das, so was auf dem Tuch drauf war. Da braucht ihr auch nicht so viel zu nehmen. Natürlich braucht man da nicht zu sparen. Aber das geht wirklich easy. So, einmal von weitem. Es ist nicht alles poliert. Ich habe das extra so halb-halb gelassen. Einmal rechts, einmal links, einmal so. Das ist wirklich schön. Jetzt kann ich auch hin und runter. Da ist noch der Schmutz. Ich habe es so gepoliert, wo man das Ganze sehen kann. Sieht echt wirklich schön aus, vor allem wenn man das hier so anschaut. Endrohr wirklich hübsch. Einmal rechts, auch nicht schlecht, weil es halt nicht so lange ist, her ist, seitdem es poliert wurde. Aber vor allem die Oberfläche oder seitlich einmal. Wirkt matter und ungepflegter als einmal links. Und das ist halt wirklich nicht viel Arbeit. Es dauert vielleicht 2 Minuten, wenn man so ein Rohr hat. 2 Minuten, bisschen Kleingeld. Und dann hat man hier ein schickes Rohr. Ich mache mal die Rohre zu Ende und dann zeige ich euch das Endergebnis. So, die Endrohre sind fertig. Links über rechts. Sieht ja schick aus. Ist eine coole, einfache Sache.
der man sein Auto wirklich aufhübschen kann und wirklich nochmal was rausholt, wenn ich das so von beiden ansieht, das sieht das echt besser aus. Klar war da auch ein bisschen so normaler Schmutz auf meinen Endrohren drauf, den man auch so mit dem Glasscanner so entfernen kann, aber auch den Ruß und sonstiges konnte man hier super entfernen. Sieht echt wieder schick aus. Auch von unten habe ich das Ganze poliert. Unten auch wieder super schick. Das war's auch mit dem Video. Wenn ihr dann noch Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Like da, auch gerne ein Abo und bis zum nächsten Video.